Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Derm erklärt. Heute habe ich mir gedacht, ich mache nochmal ein Video zum Thema Ohrenuntersuchung. Bei diesem Video, das wir heute drehen, ist mir nochmal wichtig, wie untersuche ich die Ohren nicht reinkommen, ja, sondern, egal, wir machen weiter. Wie untersuche ich die Ohren? Und ich möchte Ihnen zeigen, gerade als tiermedizinische Fachangestellte, wie Sie BesitzerInnen beraten können, wie die das zu Hause machen sollten und wie wir das hier in der Praxis auch erklären. Also, was ist nochmal wichtig, wenn ich die Ohren untersuche? Ich brauche einen Ohrtrichter, ich brauche ein Otoskop, ja, und dann brauche ich eine gute TFA, ja, die mir den Hund richtig hält. Und wie hält man den Hund richtig? Indem man am besten den Nasenrücken ein bisschen nach unten führt und ich so besser ins Ohr reinkomme. Also, und dann ist es auch wichtig, wenn man ins Ohr eingeht, ja, Sie können natürlich nicht das sehen, was ich sehe, ne, der Kalani mag das nicht so gerne, dass man es so ein bisschen zu sich zieht, Beurteilung, vertikaler, horizontaler Gehörgang, ist da irgendwie Cerumen, also Ohrenschmalz drin, ist vielleicht irgendwie ein Fremdkörper drin, was auch immer, vorsichtig sein. Und mit diesem gebeugten Kopf ist der Eingang da rein wesentlich einfacher und tut auch nicht so weh. Ich muss da nämlich unter so einen Knorpel durchtunken. Jetzt machen wir die andere Seite nochmal. Wechsel. So, und mit diesem Wechsel ist auch noch wichtig, nämlich einen neuen Ohrentrichter, weil ich könnte in der Theorie ja Keime von diesem Ohr ins andere verschleppen. Also bitte auf keinen Fall den gleichen Ohrtrichter nehmen. Jetzt nochmal das gleiche, Kalani, möchtest du ganz fein. Ich tauche unter dem Knorpel durch, beurteile horizontal und vertikal und habe hier Trommelfell gesehen, er hat eigentlich gar nichts im Ohr. Stellen wir uns jetzt aber vor, er hätte eine Veränderung, eine Entzündung, dann würde ich jetzt eine zytologische Untersuchung machen. Ich nehme eine Tupferprobe von einem rechten Ohr, rolle es auf dem Objektträger aus, dann vom linken Ohr. Dazu gibt es auch noch andere Videos von mir. Aber jetzt heute soll es um die Reinigung gehen, die ich nochmal zeigen möchte, ne, die wir jetzt halt im Endeffekt den TierbesitzerInnen erklären würden. Und was natürlich schön ist, ist, wenn man schon die ganze Zeit geredet hat, dass man dann einen Ohrreiniger nimmt, der zum Beispiel in meiner Hosentasche war, weil dann ist der nicht ganz so kalt. Weil die meisten Hunde mögen das nicht, wenn es so kalt ist. Dann ist wichtig, dass man etwas hat, um Flüssigkeit aufzunehmen. Hier bietet sich an entweder Gaze. Das kann aber manchmal auch ein bisschen zu hart sein, je nachdem, wenn die Haut stark entzündet ist, dann blutet es damit leicht. Ich sage den Tierbesitzerinnen immer, nehmen Sie doch vielleicht ein kaputt geschnittenes T-Shirt oder irgendwas, was nicht fusselt. Manche sagen auch Watte. Ich mag Watte nicht, weil ich finde, die nimmt nicht so gut Flüssigkeit auf. Und manche Watte fusselt auch arg und ich möchte ja nicht Fusselreste in diesem Ohr behalten. So, Kalami. Demonstration, und dann ist auch wichtig, wenn unsere TFAs das demonstrieren, dass wir eine Seite zeigen und die andere Seite soll dann der Tierbesitzer oder die Tierbesitzerin im Beisein von uns machen, damit wir gegebenenfalls halt eben falsche Dinge korrigieren sollen. Also nehmen wir uns hier das Fläschchen, das ist, wäre jetzt ein, ich sag mal, ohrenschmalzlösender Reiniger, bietet sich an bei Hunden, die dann eben auch sehr viel Ohrenschmalz oder krümeliges, leicht trockenes Ohrenschmalz haben, dann kommen Sie ruhig noch ein bisschen hierher. Genau, ich zeig mal, dann wirklich den Gehörgang so weit füllen, dass mir die Flüssigkeit schon entgegenkommt. Kalani hat jetzt kaum reagiert, weil es so schön warm war. Und jetzt fange ich an, hier unten unterhalb den ganzen Gehörgang in meine Hand zu nehmen und zu massieren, ja, weil ich versuche, aus der Tiefe hier im Prinzip Ohrenschmalz zu lösen und Dreck und alles andere, also nicht Dreck, aber Ohrenschmalz, kaputte Zellen, vielleicht auch Entzündungszellen zu lösen, um dann besser aufnehmen zu können. So, das ist ein jetzt sehr milchiges Präparat, da ist Squalan drin. Squalan löst unheimlich gut Ohrenschmalz. Kalani hatte kaum welches. Und dann kann ich entweder, also ich mache es immer so, dass ich das mir Gaze auf den Finger nehme und den ganzen Finger in den Gehörgang stecken. Ja, vielleicht sogar auch so ein bisschen tiefer, ein bisschen warten, nochmal ein bisschen massieren. Ja, und dann, hier sieht man überhaupt nichts, aber die, die das schon mal gemacht haben, wissen, es kann ganz schön dreckig sein. Dann kann ich das entfernen. Na, also man. Wichtig ist vielleicht auch noch, den Leuten zu erklären, dass sie nichts kaputt machen können. Da kann man nichts kaputt machen, weil man mit dem dicken Finger
nicht an das Trommelfell rankommt. So, beim Kalani war ja jetzt wenig, aber die Essenz davon ist wirklich, die sollen sich Zeit nehmen. Der Ohrreiniger sollte vorgewärmt werden bei empfindlichen Hunden. Ja, dann versuchen wirklich viel zu massieren, wenn da viel Zerumen und Zellen und Flüssigkeit rauskommt, also schmutziges Sekret, dann auch nochmal rein, also nochmal nachreinigen, bis so gut wie nichts mehr kommt. Und wenn jetzt von der Tierärztin verordnet worden ist, alles klar, wir brauchen irgendwie ein Medikament im Anschluss, dann würde ich das auch noch nicht jetzt geben, sondern ich würde das erst in einer Stunde geben wollen, damit eventuell Flüssigkeitsreste noch rauskommen, weil wenn hier unten, Modelle neigen, also eignen sich ja auch immer total gut, wenn hier unten die ganze Suppe steht und ich schütte dann noch Medikament drauf, dann kann es ja zu Verdünnungseffekten kommen. Das wollen wir also auch nicht haben. Also zwischen Reinigung und dem Medikament auf jeden Fall warten. Ne? Und ja, dann würde jetzt Besitzer oder Besitzerin die linke Seite in unserem Zusammensein machen und dann erklären wir halt, was er verbessern kann. Mehr Massage, mehr Flüssigkeit, nochmal wiederholen. Und dann kann der mit einer guten Anleitung nach Hause gehen und das hoffentlich richtig umsetzen. Alles klar?